Hallo, ich bin Johannes Storch. Ich bin Gemüsegärtner auf dem Biogemüsehof Dickendorf. Und ja, von Anfang an war es eigentlich mein Traum, den Boden zu bedecken, das heißt mit Mulch zu arbeiten und den Boden dauerhaft zu durchwurzeln und damit die Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen. Ich möchte jetzt in diesem Video euch kurz erklären, wie die Mulchdirektpflanzung funktioniert und wie auch die dazugehörige Pflanztechnik, der Mulchtec Planter, den wir entwickelt haben, einzusetzen ist. Der Hauptteil der Maschine ist ein Schneidwerk. Das ist der vordere Teil hier. Diese Schneidwerke schneiden den Mulch auf und machen einen Schlitz, sodass nachfolgend eine Pflanztechnik dem Schlitz folgen kann. Der wird noch etwas geöffnet, die Pflanztiefe wird bestimmt über das Pflanzschar, die Jungpflanze wird abgesetzt und die Andruckrollen schließen die Mulchschicht wieder wie einen Reißverschluss zu. Und damit haben wir die Pflanzen in eine geschlossene Mulchschicht gesetzt. Ja, hier sieht man jetzt nochmal besser das Herzstück der Maschine, das ist das Schneidwerk. Das ist zusammengesetzt aus vor allem zwei Komponenten. Einmal das Schutzschar hier und dann zum anderen das Messerrad. Das Schutzschar ist bis etwa hier im Boden, man sieht es auch durch den Verschleiß hier. Und dann kommt hier die Mulchschicht und die Mulchschicht wird so etwas dem Messerrad zugeführt. Das Messerrad schneidet dann entgegen der Fahrtrichtung von unten nach oben den Mulch durch. Die Messer sind freidrehend hier wie beim Scheibenmäherwerk, sodass sie harten Gegenständen wie Steinen etc. ausweichen können. Wir bearbeiten den Boden im Herbst, wenn er noch trocken und warm ist, und machen dann Saatbettbereitung und legen die Beete an im Herbst, säen die mit der Zwischenfrucht ein. Die Zwischenfrucht ist dann meistens ein Gemenge aus Tritikal oder Roggen mit Wicke und Erbse. Die Wurzeln dieser Zwischenfrucht stabilisieren diese mechanische Gare und schaffen eine optimale Bodenstruktur, um halt im Folgejahr, im Frühjahr, ohne Bodenbearbeitung pflanzen zu können. Mit dem Schlegelmulcher schlegeln wir die Fläche ab und streuen nochmal ein bisschen Transfermulch oben drüber, um einen Wiederaustrieb zu verhindern der Zwischenfrucht. Und dann wird mit der von uns entwickelten Pflanztechnik Mulchtec Planter reingepflanzt. Zusätzlich haben wir jetzt hier noch einen Düngerkasten. Das ermöglicht eine Unterfußdüngung während der Pflanzung, damit die Jugendentwicklung der Pflanze optimal verläuft, weil der Mulch langsam mineralisiert. Was man präventiv auch im Griff haben muss, sind Wurzel und Kräuter. Weil Wurzel und Kräuter werden nicht durch eine Mulchschicht unterdrückt. Es wird auch oft gefragt, was ist mit Schnecken? Und ich kann sagen, dass Schnecken kein ausgesprochenes Problem im Mulchsystem waren. Das erkläre ich mir dadurch, dass der Boden, wenn man die Mulchschicht aufmacht, springt einem so viel Leben entgegen, dass da einfach einzelne Organismen auch in Schach gehalten werden. Dann sind die Laufkäfer da, die die Schneckeneier fressen. Wo man jedoch aufpassen muss, ist, wenn die Zwischenfrucht schon viele Schnecken hat. Und wenn man dann die Zwischenfrucht nicht abschlägt mit dem Mulcher, sondern vielleicht mäht, dann dezimiert man die Schnecken nicht. Und dann können sie zum Problem werden. Kulturen, die besonders gut funktionieren, sind die stark zehrenden Pflanzkulturen. Das heißt, alle Kohlsorten, Sellerie, Porree, Zucchini, Kürbis. Die Maschine ist jetzt hier in zweireihiger Ausführung. Wir bauen diese Maschine bis 6 Reihen. Die Maschine, so wie sie jetzt hier steht, ohne den Düngerkasten, wird um die 18.000 Euro kosten.